Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FK Pirmasens am Samstag, den 18.10. um 14 Uhr im SCT-Sportpark in Wetzlar. Steigen wir gleich ein. Stefan Hassler, in Saarbrücken gab es eine vom Ergebnis her deutliche Niederlage. Dennoch glaube ich, kann man einiges mitnehmen aus dem Spiel, speziell erste Halbzeit. Wie sind so deine Schlüsse? Wie sind die ja doch positiven Aspekte, die man auch mitnehmen kann? Ja, zunächst mal, dass die Mannschaft schon in der ersten Halbzeit voll dagegen gehalten hat und dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich auch so mit auf Augenhöhe waren, wobei wir schlecht in die Partie gestartet sind. Ja, wir haben ja gleich nach 6 oder 7 Minuten Vollelfmeter gegen uns gekriegt. Aber was auch wichtig ist, ist, welche negativen Schlüsse kann man denn ziehen, um daraus zu lernen, um das dann am Samstag, am morgigen Samstag gegen Pirmasens besser zu machen. Und ich denke, wir haben eine Niederlage kassiert, eine verdiente Niederlage. Aber das habe ich auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, Saarbrücken ist jetzt auch nicht unbedingt unser Maßstab. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass die SC Teutonia Watzmann und Steinberg gegen Saarbrücken 4 bis 6 Punkte holen muss. 3 wurden es ja und jetzt liegt der Fokus natürlich voll auf dem morgigen Spiel zu Hause gegen Pirmasens. Und ich bin eigentlich ziemlich optimistisch, dass die Jungs morgen wieder alles abrufen, um dann letzten Endes auch 3 Punkte hier nach Watzenborn zu holen. Ich betone, zu holen, denn in so einer, oder die Fußballweisheit heißt ja oftmals, dass die 3 Punkte hier bleiben, aber vorm Spiel steht es ja erstmal 0-0. Das heißt, wenn die Partie angefangen wird, hast du erstmal 1 Punkt und die anderen beiden musst du dir holen. Das wird ein schweres Stück Arbeit. Ich habe mir Pirmasens angeschaut gegen Saarbrücken letzte Woche. Haben sie auch 2-0 gewonnen. Jetzt haben sie 2-1 gegen Hoffenheim auch gewonnen. 3-2 gegen Hoffenheim gewonnen. Auf jeden Fall haben sie aus den beiden Spielen Saarbrücken und Hoffenheim 6 Punkte gemacht. Das zeigt ja auch, dass die Mannschaft eine gewisse Qualität hat. Aber letzten Endes sind wir jetzt auch in der Situation, in der wir nur auf uns schauen müssen. Und wenn es uns gelingt, morgen 3 Punkte hier nach Watzmann zu holen, dann sind die auch wieder mit im Boot. Und das ist dann für uns natürlich auch eine gute, oder wäre eine gute Situation. Gut, also Ziel muss klar sein. Ziel ist klar für uns. Gino, die übliche Frage, wie sieht es denn am morgigen Samstag aus? Blick ins Lazarett, alle Mann an Bord. Und bis auf die üblichen Verdächtigen, ist klar. Barbaros Koronchu rückt wieder in den Kader rein, ist wieder fit, hat auch in der zweiten Mannschaft gespielt, hat gut gespielt in der zweiten Mannschaft. Der wird wieder zum Kader dazustoßen. Und die Spieler sind fit. Frank Gelderen kann auch spielen, hatte jetzt 2 Tage Pause gemacht, vorgestern ein Sondertraining gemacht, ein Einzeltraining. Und gestern hat er voll mittrainiert. Also der ist einsatzfähig, wird auch spielen und ja, die Mannschaft ist bereit für das Spiel. Das ist ein Spiel, was auf Augenhöhe ist. Pirmasens hat 31 Punkte, wir 25, wir haben ein Spiel weniger. Also wenn wir punkten, holen wir sie wieder ins Boot, so wie der Stefan gesagt hat. Und nein, das ist unsere Kragenweite und da wollen wir uns auch messen. Da wo die stehen, da wollen wir ja hin. Ja. Dann werden wir morgen gucken, wie es ausgeht. Prima. Ausrichtung also klar, wie die beiden gesagt haben. Heute wieder zu Gast unser Markus Müller. In der Presse wurdest du als ehrlicher Arbeiter zitiert. Denke mal, in dem Zusammenhang als Lob. Gab ja den einen oder anderen Kollegen, der vielleicht nicht ganz so gut wegkam, wenigstens aus Sicht der Presse nicht ganz so gut wegkam. Aber die Frage an dich, wie wollt ihr als Mannschaft das Spiel angehen und auch den Rest der Saison? Dass die Presse am besten zufrieden ist, ne? Das also, wollen wir alle, ja. Ich glaube, es tut manchmal als Spieler ganz gut, dass man die Presse vielleicht nicht ganz so verfolgt, weil das lenkt vielleicht auch ab, auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist. Ob jetzt der eine gut wegkommt, der andere nicht gut wegkommt, ich meine, das muss jeder selbst entscheiden. Wichtig ist das, was der Trainer sagt. Wir als Mannschaft können uns nur darauf fokussieren, was auf dem Platz passiert
Und da ist die Ausrichtung, schließe ich mich den beiden vorherigen an. 3 Punkte morgen und alles andere als Ziel auszugeben wäre Quatsch. Sehr schön. Und für den Rest der Saison? Ja, da gibt es nur ein Ziel. Wir wollen die Klasse halten und nichts anderes zählt. Sehr schön. Gut, heute kurz und knapp. Kommen wir jetzt direkt zu den Fragen der Pressevertreter. Herr Nordmann. Markus Müller für morgen Startelf. Und wenn ja, warum? Hat es ja im letzten Wochen eigentlich ziemlich angeboten. Wenn ja, warum? Wenn nicht, warum nicht? Genau. Ja, er will morgen spielen. Ja, und? Warum? Ja. Weil er ein guter Fußballer ist. Und Stürmer ist. Frage auch an Markus, 3 Tore jetzt gemacht in den letzten Spielen. Wie gut tut dir das, nachdem es ja vorher, zumindest was die Quote anbelangt, nicht so gut gelaufen ist? Es tut natürlich immer gut, aber ich glaube, das ist auch ein Ergebnis vom gesamten Aufschwung im Verein, finde ich. Also klar, ich mache jetzt wieder die Tore, allerdings ist es auch, wie gesagt, das Ergebnis, was der Mannschaft, ja, wie gesagt, den Aufschwung gebracht hat und ich hoffe, dass es einfach so weitergeht. Das Hinspiel, deine Erinnerungen an das Hinspiel dürften, tut mir leid, wenn ich nochmal daran erinnern muss, nicht so gut sein. Damals mit dem Eigentor, vielleicht nochmal so aus deiner Sicht. Ja, super Tor als Stürmer, ja. Leider war es ins eigene. Muss ich mit leben, ist abgehakt, ist ein halbes Jahr her. Das ist jetzt eine ganz andere Ausgangssituation und das Spiel geht bei 0-0 los und ich hoffe, dass ich diesmal ins richtige Tor treffe, ohne irgendwelche Versprechungen abzugeben. Wenn man sich die nächsten Spiele anguckt, jetzt gegen Pirmasens, dann gegen Hoffenheim 2 Heimspiele, dann gibt es Nötting, Trier, Stuttgarter Kickers, man hat das Gefühl, jetzt jedes Spiel wirklich von extremer Bedeutung. Ist das so? Hat das irgendwie noch... Das war auch schon vorher, ja. Wir haben 14 Spiele gehabt nach der Winterpause und für uns ist jedes Spiel wichtig. Ist klar, wir stecken da unten drin, jeder Punkt zählt und wer jetzt der Gegner ist, ist eigentlich für uns relativ egal, weil wir brauchen ja die Punkte. Wir sind ja jetzt nicht in der Lage, uns den Gegner auszusuchen. Und wir können jetzt erstmal nur von Spiel zu Spiel gucken und gucken, dass wir einen guten Matchplan haben. Und wer dann der nächste Gegner ist, so probieren wir dann einen neuen Matchplan zu kreieren und dann werden wir sehen, also was jetzt in 3 Wochen ist, wird man sehen. Frage an Markus, die beiden Spiele bislang, die Heimspiele, wurden ausgetragen in Watzenborn mit guter Stimmung und die Stimmung hat ja auch getragen zum Sieg, auch gegen Waldorf, ja. Jetzt ist wieder in Wetzlar das Spiel. Wie siehst du das jetzt wieder, den Wechsel nach Wetzlar? Wir können es ja nicht beeinflussen. Ja. Also wir müssen es so hinnehmen, wie es ist. Wir haben gerne in Watzenborn gespielt, vor heimischer Kulisse. Allerdings kennen wir auch die Abläufe in Wetzlar. Also für uns ist das jetzt nichts Neues, nichts Ungewohntes. Und es ist ein grüner Rasen, wie auch in Watzenborn. Und sind also quasi... gleiche Bedingungen auf dem Fußballfeld. Und hoffen natürlich auf eine ähnliche Zuschauerzahl wie jetzt in den vergangenen beiden Spielen, das ist klar. Gibt es weitere Fragen? Das ist erkennbar nicht der Fall. Prima, ja, dann bleibt mir zu sagen, kommt alle nach Wetzlar in den Sportpark, unterstützt die Teutonia, alle gemeinsam für 3 Punkte. Wir sehen uns am Samstag in Wetzlar. Ciao, macht's gut.